Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Tutorial-Reihe Literaturrecherche für Wirtschaftswissenschaftler. In diesem Video befassen wir uns mit der Suche nach Literatur über den Bibliothekskatalog Primo. Wie im vorhergehenden Tutorial vorgestellt, wird wirtschaftswissenschaftliche Forschungsliteratur in der Regel über Bücher oder Artikel publiziert. Je nachdem, welche Literaturform Sie suchen, müssen Sie eine geeignete Datenbank für die Recherche auswählen. Eine gute erste Anlaufstelle für Ihre Suche nach wirtschaftswissenschaftlicher Literatur ist der Bibliothekskatalog Primo. In Primo finden Sie zahlreiche Buchtitel und, in begrenztem Maße, auch Artikel aus Fachzeitschriften. Im Folgenden möchten wir Ihnen daher einen Überblick über die Funktionen in Primo geben und Sie auch auf einige Besonderheiten in der Suche hinweisen. Um Ihre Suche über Primo zu starten, rufen Sie die Homepage der Universitätsbibliothek unter www.bib.uni-mannheim.de auf. Primo können Sie dann über die Links Medien finden und nutzen bzw. Katalog Primo starten. Für die Suche stehen Ihnen verschiedene Suchräume zur Verfügung. Wenn Sie auf der Suche nach Monographien oder Aufsatzsammlungen sind, benutzen Sie bitte den Suchraum UB-Bestand. Wir geben nun einige Suchbegriffe beispielhaft ein. Über die Filter auf der linken Seite können Sie Ihre Ergebnisliste sinnvoll eingrenzen, zum Beispiel auf Online-Ressourcen oder Printmedien bzw. Bücher oder Zeitschriften. Oft genügen wenige Klicks und Sie haben den Volltext einer Monographie vor sich. Hier sogar mit Zugriff auf die PDF-Versionen verschiedener Sprachen. Bitte beachten Sie, dass Sie in dem Suchraum UB-Bestand lediglich nach einem Zeitschriftentitel, also zum Beispiel die Economic Journal, suchen können, nicht jedoch nach Zeitschriftenartikel. Um einzelne Aufsätze oder Fachzeitschriftenartikel zu finden, benutzen Sie bitte die Einstellung Aufsätze und UB-Bestand. Wir suchen nun beispielhaft nach dem Artikel Tariffs, Trade and Productivity, a Quantitative Evaluation of Heterogeneous Firm Models. Dieser Artikel wurde 2016 von den Autoren Breinlach und Kunjat im Economic Journal publiziert. Am schnellsten finden Sie einen konkreten Artikel, indem Sie einige prägnante Stichworte aus dem Titel sowie einen Nachnamen eines Autors in das Suchfeld eingeben. Wenn Sie den gewünschten Artikel in Primo finden, können Sie ihn direkt aufrufen, sofern Sie sich im Campusnetz befinden. In unserem Beispiel ist der gesuchte Artikel der erste Treffer. Nach einem Klick auf den Link Volltext verfügbar sehen Sie hier, dass der Artikel über verschiedene Anbieter verfügbar ist. Klicken Sie einfach einen der beiden Links an, um zum Artikel zu gelangen. Ein Tipp: Da nicht alle Artikel, auf die wir über die UB Mannheim Zugriff haben, im Suchraum Aufsätze und UB-Bestand erfasst sind, kann es sein, dass Sie einen gesuchten Artikel nicht direkt hier finden. In diesem Fall können Sie im bereits erwähnten ersten Suchraum UB-Bestand nach dem Titel der Zeitschrift suchen, in welcher der Artikel erschienen ist. In unserem Beispiel also die Economic Journal.
Sie finden einen Treffer für die gedruckte Zeitschrift und einen Treffer für die elektronische Zeitschrift. Wenn Sie bei der elektronischen Zeitschrift auf Online-Zugriff klicken, sehen Sie, dass die Zeitschrift ebenfalls bei verschiedenen Anbietern verfügbar ist. Unser gesuchter Artikel stammt aus dem Jahr 2016. Wir wählen daher einen Anbieter aus, der auf den gewünschten Jahrgang Zugriff bietet. Um zum gewünschten Artikel zu kommen, rufen Sie die Zeitschrift von der neuen Seite aus auf. Klicken Sie sich nun über den Jahrgang und das gewünschte Heft zum benötigten Artikel vor. Im Suchraum Fernleihe haben Sie die Möglichkeit, eine Suche nach einem Buch in Bibliotheken deutschlandweit durchzuführen. Wenn Sie also ein Buch im Bestand der UB Mannheim nicht finden, können Sie es noch einmal bei dieser Einstellung versuchen und gegebenenfalls eine Fernleihbestellung aufgeben. Alle Infos dazu erhalten Sie in unserem Tutorial Primo Teil 2 Fernleihe. Primo ist in der Regel ein guter Einstiegspunkt für Sie, wenn es um die Suche nach wirtschaftswissenschaftlicher Literatur geht. Ihre Suche sollte sich hier jedoch nicht erschöpfen. Wir empfehlen Ihnen, insbesondere für die Suche nach Artikeln, zusätzlich wirtschaftswissenschaftliche Fachdatenbanken zu nutzen. Die wichtigsten Datenbanken für die Wirtschaftswissenschaften stellen wir Ihnen in den weiteren Tutorials dieser Reihe vor.